Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's View. Ungewöhnliche Blickrichtung. Ja, das liegt daran, dass ich ein bisschen Vortalk machen möchte zu dem Let's View selbst. Meine Star Wars Tasse steht hier bereit. Ihr wisst ja auch schon, worum es geht. Ihr habt ja bestimmt die Beschreibung kurz gelesen, der Titel. Und der Titel sagt, ich schaue mir mit euch den Kinoflyer von die Ewoks, Karawane der Tapferen, genau an. Ja, die Ewoks, ich habe schon mal was über die Ewoks genauer angeschaut. Der Link ist hier oben in der Beschreibung. Unabhängig davon. Die Ewoks selbst ist ein TV-Film gewesen. Also die Ewoks, es gab zwei, Karawane der Tapferen und Kampf um Endor. Beide Filme sind bei uns im Kino gelaufen. Ja, wir hatten das Glück, diesen Film im Kino zu sehen. Ich wusste nicht, dass der fürs amerikanische TV gemacht wurde, aber in Deutschland lief Star Wars so gut, dass man den Film ins Kino brachte. Ja, die Ewoks, auch ein richtig schönes Plakat. Wie gesagt, habe ich damals im Kino gesehen, ahnte nicht, dass das irgendwie ein TV-Film war, wunderte mich auch ein bisschen über viele Dinge, weil es irgendwie keinen Zusammenhang zu Star Wars gab. Damals, warum auch, wenn man hatte kein Internet, man hatte sich hatte nicht diese ganzen Informationen heutzutage. Und da war natürlich so ein Kinoflyer. Ich bin der Meinung, ich habe ihn auch früher selbst mal mitgenommen, aber irgendwann ist er verloren gegangen. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich ihn mir wieder erwerben konnte in einem Top-Zustand. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal ganz genau an. So, hier könnt ihr jetzt ihn etwas genauer sehen. Ein wunderbares Artwork. Ich gebe es mal noch mal ein bisschen ran. Richtig cooles Cover. Es war das Kinoplakat. Ja, das Logo, die Ewoks, Karawane der Tapferen, eben halt von 1985. Da war der im Kino, ich habe ihn gesehen, beide Teile. Es war ein sehr schöner Abenteuerfilm, ihr könnt ihn übrigens auf Disney Plus sehen. Er hat aber eine andere Synchro, er ist irgendwie zweimal synchronisiert worden. Die Synchro vom Kino ist es nicht, ist irgendwie da kurz danach nochmal nachsynchronisiert worden. Genau weiß ich es nicht, auf jeden Fall, es ist ein schöner Abenteuerfilm. Ist jetzt nicht im Star Wars Universum drin, aber lohnt sich trotzdem anzuschauen. War ein TV-Film, was man damals nicht wusste. Er kam ja ins Kino bei uns in Deutschland. Und oben steht ja das fantastische Abenteuer von Schöpfer der Star Wars Filme. Ja, die Ewoks waren eben super beliebt nach Jedi Ritter. Haben einen richtigen Hype ausgelöst. Ich weiß, die einen hassten sie, die einen anderen liebten sie. Kinder liebten sie. Gerade Wicket, Warwick Davis, unser Willow, der ja auch da mitspielte, war der Held. Der Held der Kinder. So, dieser Flyer, wir schauen ihn uns an. Wie gesagt, er lag gratis im Kino aus. Man konnte ihn mitnehmen und ja, sich erfreuen. So, na komm, wollen wir uns doch ganz genau angucken. Diesen wunderschönen Flyer, guckt euch dieses Artwork an. Ein echtes Kunstwerk. Also, da fällt mir nichts so ein. Es ist wunderschön gezeichnet. Hat nicht super viel mit dem Film zu tun, mit der Karawane der Tapferen, auch wenn sie hier so eine Karawane ist und sie zu einer Höhle fahren, denn die Eltern sind gefangen genommen worden von einem Riesen oder von einem von anderen Volk, kann man so sagen, und die Kinder wollen sie zusammen mit den Ewoks befreien. Ja, richtig cool hier oben. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Text. Alle kennen uns aus, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Hallo ihr Millionen-Fans, jetzt kommen wir wieder. Wer den Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus der Star Wars-Trilogie gesehen hat, kennt die Ewoks bereits. Diese lustigen, hilfsbereiten und mutigen kleinen Zottelwesen leben auf dem Waldplaneten Endor. Eines Tages finden sie zwei Kinder in einem abgestürzten Raumschiff. Ihre Eltern wurden von einem riesigen Monster verschleppt. Und weil die Ewoks hilfsbereit sind, machen sie sich mit den Kindern zusammen als Karawane der Tapferen auf den Weg und erleben die fantastischsten Abenteuer, die alle großen und kleinen Zuschauer bis zum Schluss in Atem halten werden. Ja, fasst es ganz gut zusammen. Obwohl, ja, der Waldmond, es war ja ein Waldmond Endor, richtig cool. Und hier haben wir Werbung vom Spielzeug. Zum neuen Film, das Star Wars Action Set Ewok Village. Ja gut, das kam auch so raus zum ganz normalen Rückkehr der Jedi-Ritter, wurde vielleicht nochmal neu aufgelegt zu dem Kinofilm. Bis 85 gab es noch ganz gut Star Wars-Figuren, auch wenn es danach wirklich weniger wurde und sie teilweise rausgeramscht wurden. Hier sehen wir dieses Village. Übrigens, das wurde auch später nochmal rausgebracht.
zum Spielzeug von Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner. Auch sehr witzig. Ja, ein schönes Spielset mit schönen Ewoks, Han Solo. Ich habe Wicket früher gehabt, ich habe Han Solo gehabt in diesem Outfit. Die anderen Ewoks habe ich nicht gehabt. Das Ewoks Village auch nicht, aber richtig cool. Ja, oben steht ne, das zum Set, da unten steht die Karawane der Tapferen, fantastisches Abenteuer auf dem Planeten Endor. Jetzt bei dir zu Hause mit dem Star Wars Action Set Ewok Village. Holt es euch. Ja, und das konnte man sogar für, oder es konnten 111 Menschen gewinnen, wenn sie mitgemacht haben. Das große Star Wars Gewinnspiel. Ja, also, ich gebe nicht die richtige Antwort, die müsst ihr selbst euch geben. Wie heißt der Häuptling der Ewoks? Ist es C3PO? Ist es Luke Skywalker? Oder ist es Chief Chirper? Ja, da steht dann, kreuze den richtigen Namen an und schicke den Coupon an Parker, Postfach so und so, in Rottgau, Einsendeschluss 30. Juni 85. Ja, mitmachen können wir leider nicht mehr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, richtig cool. Also man hat die Werbung gehabt. So, was sagt denn die Rückseite? Abgesehen natürlich vom Kinoplakat. Hier haben wir natürlich das Plakat. Und dann haben wir schöne Motive. Das Mädchen Cindy. Ich weiß gerade, komme gar nicht, wie jetzt der Junge hieß. Hier haben wir auch ein riesiges Tier, was erledigt wurde, die Ewoks. Ja, und hier haben wir die Credits. Ne? Eric Walker hat ihn gespielt. Aubrey Miller war das Mädchen. Warwick Davis, unser lieber Brigitte. Na, der ist das nicht, aber ist er doch. Doch ist er. Ja, George Lucas hat das mit produziert, das Ganze, und hat auch die Geschichte mit entworfen. Ja, und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Text, ne, was man über die Ewoks wissen sollte. Die Ewoks sind ungefähr so groß wie 10-jährige Kinder und wie bei den Menschen auch gibt es dicke und dünne Schlafmützen und Witzbolde und jede Menge Spezialisten wie Holzfäller, Zauberer und Drachenflieger. Obwohl sie kein einziges irdisches Wort sprechen, sondern nur ein seltsames Kauderwelsch, können sie sich mit den Menschen sehr gut verständigen. Sie leben im Schutz von mächtigen Baumkronen in sehr stabil konstruierten Hütten. Und weil die Ewoks kein Metall kennen, sondern nur Holz und Stein, sind ihre Werkzeuge von urtümlichen Aussehen. Aber sie können äußerst geschickt damit umgehen. Freundschaft und Hilfsbereitschaft sind für sie das Größte. Sie verstehen viel von rein biologischer Heilkunst und reagieren eigentlich nur sauer, wenn man sie mit Teddybären verwechselt. Obwohl sie nicht immer wissen, was Teddybären sind. Sie sind erfolgreiche Pferdezüchter, wobei sie wegen ihrer Größe natürlich Ponys bevorzugen. Ihren ganzen Mut und ihre volle Kampfkraft setzen sie nur gegen Drachen und Monster ein. Und dabei hilft ihnen ihr scharfer Verstand, ihre List und Cleverness. Denn wie bei David und Goliath müssen sie als die Kleinen immer die besseren Ideen haben. Sie haben eine einfache, aber anspruchsvolle Philosophie. Was man nicht in den Muskeln hat, muss man im Köpfchen haben. Wir sind nicht groß, aber viele. Wer nicht hilft, wird einsam. Mann, sind das Worte. Das ist ja so richtig schöne Botschaft. Und wer für Freunde keine Zeit hat, hat mit der Zeit auch keine Freunde mehr. Das sind Weisheiten. Das hätte auch von den Schlümpfen sein können. Richtig cool. Ja, und wenn einmal gar nichts mehr geht, dann wird gezaubert. Der Medizinmann der Ewoks hat einen ausgezeichneten Draht zu den höheren Wesen. Wer den Film mit Ewoks gesehen hat, wird in Zukunft eine herrliche Verbindung zu ihnen haben, die ein Leben lang nicht mehr abreißt. Und sollten Sie sich im Spielwarenhandel einen Ewok oder eine ganze Ewok-Familie kaufen und nach Hause holen, dann bleiben Ihnen die guten Geister für immer treu. Ja, richtig cool, richtig schöner Text mit Botschaft drin und so. Und man kann dazu sagen, die Ewoks waren sehr beliebt. Es gab ja auch eine Zeichentrickserie später, die hatten auch eine eigene Spielzeuglinie. Zu dem Film gab es jetzt nicht wirklich Spielzeug. Ich habe euch ja mal ein Magazin gezeigt, das auch verlinkt ist in diesem Video. Ja, auf jeden Fall ist es ein schöner Abenteuerfilm. Ist nicht ganz im Star Wars Universum, weil er ein bisschen mehr Fantasy hat. Auch wenn im zweiten Film Kampf um Endor ein paar Anspielungen später bei Mandalorian platziert worden. Ja, richtig schön. Ein Film, der mich ja begeistert hat, 1985. Ich habe ihn mit meinem Bruder zusammen gesehen und wir waren wirklich begeistert von dem Film und ja, haben ihn auch auf DVD, da gibt es den. Ansonsten, wie gesagt, gibt es den auf Disney Plus zu sehen
Und ja, jetzt seid ihr dran, ne? Was haltet ihr von dem Flyer? Wie hat er euch gefallen? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Das ist ganz wichtig. Da unten schreibt mir bitte, wenn euch das Video auch gefallen hat, ein Like. Darüber freue ich mich auch sehr gerne. Das ist so ein Daumen, ne? Den nach oben mit so einem, ne? Wie so ein Okay-Zeichen. Freut mich auch, wenn ihr da drückt. Und eine Glocke gibt es auch. Wenn ihr die drückt, dann erfahrt ihr immer, wann ein neues Video von mir online ist. Und das ist nicht schlecht, denn ich bringe ganz schön eine Menge an Videos, wie ihr seht. Und sehr abwechslungsreich, hoffe ich auch immer wieder. Also, das soll es auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder hören uns. Ciao.